Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Sendako Chronicles und heute würde ich ganz gerne mal die 15 Monster Stunts machen, möglichst ohne Schnitt. Ich denke mal, so kommen wir auch ganz gut auf eine gute Folgenlänge und ich muss mir jetzt hier gerade mal auf meinem linken Monitor die Karte aufrufen, gibt's bei Barcode Studio auf der Seite. Wenn ich dran denke, packe ich das auch nochmal in die Videobeschreibung und vielleicht pinne ich das eben auch als Kommentar an, also der Link zu der Karte, wenn ihr das auch mal machen wollt. Ein Guide werde ich jetzt hier nicht draus machen, weil das sehe ich jetzt einfach nicht, weil so schwer ist das nicht und naja. Auf jeden Fall, der erste Monster-Stunt ist schon mal hier. Und ich wollte die Gelegenheit ganz gerne nutzen. Ich hatte es ja schon angekündigt in einem Kommentar. Neulich habe ich ja schon geschrieben, warum ich so lange jetzt nichts gemacht habe. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich das Ganze nochmal so ein bisschen... auch nochmal in einem Video näher erläutern möchte. Ich möchte jetzt nicht das in ein extra Video packen, wo ich explizit nur darüber rede, wo ich dann vielleicht vor der Kamera sitzen würde. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich wollte das einfach nur hier so ein bisschen in eine normale Folge verpacken, für die Leute, die es interessiert. Natürlich wiederholen sich jetzt einige Sachen, die ich schon kommentiert hatte, aber ich wollte das auch gerne nochmal einfach so in einem Video erwähnen. Und ich werde jetzt versuchen, hier einfach die ganzen Sachen hier zu holen und währenddessen drüber zu sprechen. Ich bin da eigentlich nicht sonderlich gut drin. Normalerweise kommentiere ich nur Gameplay bezogen, wenn ich auch gerade spiele. Aber ich wollte das Ganze auch unbedingt hier live machen und nicht nachkommentieren, was wahrscheinlich besser wäre für die Struktur. Aber da komme ich jetzt schon irgendwie so durch. Ja, auf jeden Fall, ich hatte ja jetzt über einen Monat, bis vor kurzem, über einen Monat nichts mehr gemacht. Und muss mich an der Stelle erstmal dafür entschuldigen, dass ich mich nicht gemeldet habe. Das ist auf jeden Fall. Also ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich keine Videos gemacht habe. Weil das ist meine Freiheit. Wenn ich keine machen möchte, mache ich keine. Wenn ich nicht dazu komme, dann komme ich eben nicht dazu. Aber ich möchte mich zumindest dafür entschuldigen, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil es haben sich einige Leute Sorgen gemacht, weil ich ja auch vorher von gesundheitlichen Problemen gesprochen habe. Und deswegen haben sich da einige Leute Sorgen gemacht. Das tut mir leid, ich habe tatsächlich auch über einen Monat nicht mehr in die Kommentare geguckt, aber nicht, weil ich keine Lust drauf hatte, sondern weil ich ab einem bestimmten Punkt einfach, ja, ich muss es so sagen, wie es ist, so ein bisschen Angst davor hatte, da reinzugucken, weil ich dachte, da würden dann negative Kommentare drinstehen, von wegen, jo, wieso machst du nichts mehr, mach doch mal wieder was, etc. Und ja, dann habe ich ab einem bestimmten Punkt mich nicht mehr getraut, in die Kommentare zu schauen und habe einfach mein YouTube-Dashboard auch über einen Monat nicht mehr aufgerufen. Ich wusste auch nicht mal, wie viele Abonnenten ich habe. Ich war ganz erstaunt, als es dann auf einmal 13.900 waren, weil ich sehe das ja, ab 10.000 Abonnenten siehst du die Abonnenten ja nur noch in 100er Schritten. Zumindest, wenn du nicht ins Dashboard guckst. Und deswegen war ich ganz erstaunt, weil ich dachte, die ganze Zeit, ich würde bei 13.840 oder so stehen und plötzlich standen da 13.900. Also das zeigt schon, ich habe da halt echt nicht reingeschaut und habe mich da nicht getraut, da reinzugucken. Dementsprechend konnte ich auch nicht lesen, dass sich Leute Sorgen machen. Vielleicht hätte ich was geschrieben, wenn ich das gelesen hätte, aber das kann ich jetzt natürlich auch im Nachhinein ganz leicht sagen. Keine Ahnung, ob das wirklich so gewesen wäre. Aber ja, das tut mir auf jeden Fall leid, weil ist ja logisch. Das zeigt auch so ein bisschen immer vielleicht meine mangelnde soziale Kompetenz, dass ich einfach nicht mal eine Sekunde dran gedacht in meiner, in Anführungsstrichen, Pause, dass sich Leute Sorgen machen könnten. Ich dachte da einfach nur, da sind Leute vielleicht, wenige Leute, die sich vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen beschweren, dass da nichts mehr kommt. Und das war das, was mich daran gehindert hat, da reinzuschauen. Im Nachhinein natürlich unsinnig. Ich habe die Kommentare mir durchgelesen. Ich denke, ich werde da jetzt auch noch mal im Nachhinein auf einige Sachen antworten. Da muss ich mir dann jetzt einfach die Zeit nehmen. Aber ich habe jetzt gerade auch Urlaub und deswegen sollte das normalerweise auch funktionieren. Und ja, auf jeden Fall, das tut mir leid. Wie gesagt, ich bin sozial nicht der kompetenteste Mensch. Und deswegen, ich habe nicht mal eine Sekunde dran gedacht, dass sich Leute Sorgen machen könnten. Was aber eigentlich logisch ist. Ich habe in den Videos davor gesagt, dass ich immer mal wieder gesagt, dass ich gesundheitliche Probleme habe. Aber das Ganze habe ich dann irgendwie nicht so verknüpft, dass das irgendwie Folge haben könnte, wenn ich dann nichts mehr bringe. Das ist natürlich, das sind so Sachen, die
die meisten Leute wahrscheinlich erkennen würden. Aber bei mir ist das manchmal so ein bisschen so, dass ich das halt nicht erkenne. Und ja, auf jeden Fall, das tut mir leid. Ich kann aber auf jeden Fall schon mal sagen und euch beruhigen, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt, es geht mir mittlerweile schon wesentlich besser. Ich habe jetzt eigentlich keine wirklich spürbaren Probleme mehr. Also es ist eigentlich alles super. Auch schon den letzten Monat oder anderthalb Monate, vielleicht sogar zwei. Zwischenzeitlich hatte ich immer noch ein paar Probleme, so vor zwei Monaten noch so zwischenzeitlich. Es gab aber dann auch schon Momente, wo es mir wieder besser ging. Das war dann meistens auch dann, wenn ich Videos gemacht habe, dann ging es mir schon besser. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser geworden. Es war nur die Monate davor nicht so schön, es war jetzt aber auch nicht lebensbedrohlich, also ihr müsst jetzt auch nicht... Es ist, ne, ich finde das ja schön, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Also es ist halt eine Einschränkung gewesen. Ich habe mich bewusst weniger bewegt, weil ich keine Lust hatte darauf, dass ich wieder so ein schweres Gefühl in den Armen und Beinen haben werde, was natürlich eine Einschränkung ist. Ich habe weniger Sachen gemacht, ich habe auch weniger Anime geguckt als normal, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat, vor dem Rechner zu sitzen, wenn die Arme sich so scheiße anfühlen, und dann habe ich es halt einfach gelassen. Also das in der Hinsicht war schon eine echte Grütze. Aber ansonsten, ja, es war jetzt nicht lebensbedrohlich oder so. Es gibt auf jeden Fall Leute, denen es wesentlich schlechter geht als mir, deswegen will ich mich da jetzt nicht so anstellen. Aber es ist trotzdem nett, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, definitiv. Aber es geht mir jetzt schon wesentlich besser. Ich hätte auch schon in der letzten Zeit Videos machen können. Habe ich aber nicht gemacht. Zum einen, weil es mir in einigen Punkten einfach an Disziplin mangelt. Wenn ich erstmal mit einer Sache aufhöre, dann denke ich mir manchmal so, ja, was macht das jetzt für einen Unterschied, wenn ich jetzt... Dann mache ich es doch eben morgen. Ich hatte auch schon geplant, viel früher wieder Videos zu machen. Und habe mir immer so gesagt, ja, ist das hier schon die? Ich glaube schon. Hier gibt es aber noch eine weitere. Aber egal. Ja, ich hätte auch schon viel früher wieder Videos machen können. Ich habe mir jeden Tag dann immer gesagt, ach komm, weißt du was, machst du morgen. Dann hatte mein Kollege zwischenzeitlich noch Urlaub. Dann hatte ich wieder so eine Woche, wo ich ja extrem viel zu tun hatte. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja gut, machst du morgen. Am Wochenende habe ich mir gedacht, ah, weißt du, jetzt hast du Wochenende. Ah, machst du nächste Woche. Und immer so. Und Business is under attack? Seit wann gibt's das denn? Ist mir jetzt egal, hier geht's um die Monsterstunts, dann ist es halt weg, dann muss ich die halt nochmal neu erobern. Muss ich da rüber? Nee. Und naja, wie gesagt, bei mir ist es immer so, wenn ich dann eine Zeit lang nichts mache, dann kommt der Schlendrian rein und dann denke ich mir halt, komm, was macht jetzt der ein oder andere Tag mehr noch aus, so, aber ja. Das war dann halt einer der Gründe. Und zum anderen ging es mir halt endlich wieder gesundheitlich besser. Und deswegen habe ich erstmal auch andere Dinge gemacht, die mir auch sehr viel Spaß bereiten. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich ein sehr großer Anime- und mittlerweile auch Manga-Fan bin seit diesem Jahr. Also ich habe davor auch schon Manga gelesen. Aber seit diesem Jahr habe ich auch physische Manga mir gekauft und lese die auch. Und da habe ich vorher auch nie die Ruhe gehabt, sowas mal zu machen. Und mittlerweile bin ich da an einem Punkt, wo ich da wirklich mich auch mal auf meine Couch setze und einfach mal einen Manga lese. Und das ist einfach schön, weil ich das früher nicht hinbekommen habe. Ich hatte da einfach nicht diese Ruhe für. Und ja, natürlich habe ich in letzter Zeit dann auch viel Anime und Manga gelesen, statt Videos zu machen, weil mir das einfach riesen Spaß bereitet. Und oh, ist das hier zufälligerweise der Betrieb? Na gut, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Na gut, wenn wir eh schon hier sind. Jetzt kriege ich hier Sterne oder was? Normalerweise ist das doch völlig Banane oder was? Zwei Sterne, wollte mich verarschen. Bitte, Dini. Gut, ich gehe nochmal kurz hier. Wie bescheuert. Ne, ich will den Stunt jetzt aber schon ganz gerne machen. Dann habe ich den wenigstens erledigt. Ja, ich habe viel Anime und Manga geschaut.
was ich davor auch nicht mehr so wirklich gemacht habe, weil es mir eben nicht so gut ging, hat sich blöd angefühlt. Ich will auch, mich auch körperlich gut fühlen, wenn ich irgendwas genießen will, und das war dann nicht mehr so wirklich der Fall. Umso glücklicher war ich, dass es auf einmal dann besser wurde, weil das Ding ist, mir wurde immer gesagt, das war ein Vitamin-D-Mangel, und deswegen habe ich auch Vitamin-D-Tabletten zu mir genommen und hatte dann immer die Hoffnung, dass es dann auch irgendwann schlagartig besser wird. Es wurde aber gefühlt nicht wirklich besser, so, und dann macht man sich natürlich irgendwann so Gedanken mit der Zeit. Je länger das dauert, ist das überhaupt so das Richtige, was ich jetzt hier gerade mache, diese Vitamin-D-Tabletten? Ist das wirklich das? Habe ich irgendwas anderes? Und dann machst du dir so Gedanken, was vielleicht doch noch was anderes sein könnte, und naja, ich habe halt einfach weiter diese Tabletten genommen und habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie besser wird. Also es gab mal Tage, da war es gut, und dann gab's, na, dann dachte ich irgendwann, oh, jetzt ist es vielleicht ganz weg, und dann kam es aber irgendwann wieder. Deswegen macht man sich so halt so seine Gedanken. Und ja, jetzt ist es aber mittlerweile so, dass es wirklich besser geworden ist. Und das ist schön. Deswegen habe ich die Zeit halt für mich genutzt, um erstmal andere Sachen zu machen, die nicht mit YouTube zu tun hatten. Und das habe ich genossen, deswegen tut mir das auch nicht leid. Und das ist auch unglaublich wichtig für mich. Und auch generell Anime und Manga ist ein wichtiger Part in meinem Leben, weil mir das einfach viel gibt. Und ich muss einfach ehrlich sagen, es gibt mir mehr, als es das Gaming tut. Und ich würde mich selber halt auch nicht mal als Gamer bezeichnen, weil ich halt schon seit einigen Jahren nur noch zocke, wenn ich Videos mache. Ja, und ich finde, sowas kann man nicht wirklich als Gamer bezeichnen. Zumindest, wenn man nicht so... Also ich zocke ja... Ich mache ja auch nicht ultra viele Videos. Deswegen zocke ich ja auch nicht ultra viel. Wenn ich jetzt 5 Videos am Tag machen würde, könnte man ja trotzdem sagen, ich zocke ja doch richtig viel, aber das ist ja nicht der Fall. Und naja, in dem einen Monat hier, wo nichts kam, habe ich ja auch einen Monat nichts gezockt. So, das ist halt dann... Ich finde, sowas kann man nicht wirklich einen Gamer bezeichnen. Deswegen... Ja, sehe ich mich da jetzt ehrlich gesagt nicht als Gamer. Und das war früher mal anders, das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden und letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass ich nur noch zocke, wenn ich aufnehme. Weil ansonsten bin ich da einfach vielleicht nicht mehr, habe ich diese Leidenschaft dahinter nicht mehr so. In Kombination mit Videos hat mir das immer gefallen und gefällt mir auch immer noch. Aber ich bin halt nicht mehr so ein leidenschaftlicher Gamer. Das ist, muss man einfach so sagen. Es ist einfach die Wahrheit. Und deswegen habe ich halt erstmal Anime-Manga konsumiert, bin ein bisschen runtergekommen, endlich habe ich mich wieder besser gefühlt, habe das alles ausgekostet und ja, das war natürlich auch einer der Gründe, warum da weniger kam. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich überhaupt noch weitermachen möchte mit YouTube oder ob ich es nicht einfach sein lassen möchte und habe mir dann so ein bisschen das Ultimatum jetzt gesetzt. Jetzt habe ich Urlaub, 2 Wochen, und entweder mach ich jetzt wieder Videos oder ich lasse es halt. Das hat mir jetzt auch nichts gebracht, hier, ne? Ich hätte da irgendwo runterfahren müssen. Und jetzt habe ich mich dann doch nochmal entschieden, ich werde nochmal Videos machen. Und will da nochmal so ein bisschen weitermachen. Aber ja, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht sage ich irgendwann trotzdem, yo Leute, ich habe da nicht mehr so den Spaß dran, ich möchte nicht mehr weitermachen. Jetzt gerade merke ich, es macht mir Spaß. Aber ich will euch nur wissen lassen, dass ich nicht YouTube mache, weil ich mich dazu zwinge, sondern weil ich es machen möchte. Und wenn ich irgendwann nicht mehr möchte, dann ist es das halt gewesen. Und dann sage ich euch das aber auch. Aber jetzt gerade fühlt sich das einfach irgendwie wieder gut an, wieder da zu sein, wieder Videos zu machen. Und jo. So viel kann ich jetzt dazu sagen. Oh, das ist wirklich der Stunt. Schön mal hier die Kamera ein bisschen ändern. Das Thumbnail. Ich muss ja auch gucken, ja, dass ich da irgendwie ein Thumbnail finde. Ich finde das bei dem Projekt übrigens super schwierig, immer Thumbnails zu finden. Ich habe ja meistens immer so den Charakter, den ich gerade spiele, irgendwo in der Ecke, in groß. Aber dann noch irgendwie auf Dauer noch so immer was zu finden. Schwierig, gerade bei den Nebenmissionsparts finde ich das. Jedenfalls war ich stehen geblieben. Ich habe mich hier halt, hab mir die Frage gestellt, ob ich noch weitermachen möchte. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich es doch noch machen möchte. Das Problem, was ich manchmal habe, ist einfach, dass ich zum einen mich natürlich freue, wenn mein Kanal wächst und mehr Leute dazukommen.
Auf der anderen Seite gefällt mir das aber auch nicht immer, dass meiner Person so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Was sich natürlich ein bisschen merkwürdig anhört als YouTuber, das gebe ich zu. Wo man eigentlich sagen, denken würde, jo, der freut sich über jeden Kommentar. Ja, tue ich auch. Aber gerade sowas wie, jo, dass sich Leute Sorgen machen, auf der einen Seite freut mich das, auf der anderen Seite will ich aber gar nicht, dass meiner Person so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Ich weiß, dass das ein Widerspruch ist, weil du ja genau das mit YouTube eigentlich auch hervorrufst, dass Leute aufmerksam werden auf deine Videos, auf dich, auf deine Person. Aber es ist halt irgendwie, wahrscheinlich hier, ne? Es ist nicht ganz so einfach zu erklären. Und da frage ich mich manchmal so, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn ich es einfach gar nicht mehr machen würde, weil dann gibt es diesen Widerspruch wenigstens nicht. Aber ich habe mich jetzt nochmal entschieden, nochmal einen Versuch zu wagen, nochmal weiterzumachen. Ich bin nach Bulli in so ein kleines Loch gefallen. Ihr habt es gemerkt, ich habe ein Video gemacht, die Zukunft meines Kanals. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich in Zukunft weitermachen möchte, wie der Content in Zukunft aussehen soll. Das war alles so ein bisschen unklar. Ich habe versucht, neue, andere Videos zu machen. Das hatte den Hintergrund, dass ich mir einen neuen Impuls geben wollte, einen neuen Anreiz. War jetzt letztendlich aber auch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Sag mal, wo ist denn jetzt hier die... Wenn es nicht... Boah, ich bin auch völlig falsch. Muss hier oben hin. Da kann ich auch gar nichts finden. Scheiße, ich war komplett falsch. Ja, ich wollte mir einen neuen Impuls geben, nochmal neue Motivation schöpfen. Deswegen habe ich gesagt, ich ändere meinen Content. Aber wie gesagt, ich habe das ja 2 Videos lang gemacht. Es war dann aber auch nicht so, es hat zwar Spaß gemacht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, das ist genau das, was ich jetzt nur noch machen möchte. So, dann habe ich mir noch andere Kanäle erstellt. Das fand ich auch immer noch eine gute Idee, um mir so ein bisschen ein breiteres Spektrum zu ermöglichen. Weil es hier halt viele Projekte gibt, wo ich sagen würde, die passen nicht auf den Kanal. Dass ich die dann auf dem anderen Kanal machen kann, wo der vielleicht auch dann, ja, der dann auch logischerweise ein bisschen kleiner ist, wo ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf ist. Und ja, dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Und aber ist das jetzt hier die... Ist das jetzt hier die... Der Stunt, oder? Ich weiß halt nicht. Diese Treppe, ja, aber... Ich meine, wenn ich mir die Karte so anschaue, würde ich sagen, das ist der. Das ist die. Ich werde es mal versuchen. Das ist ein komischer Stunt. Aber es ist auch eine Mod. Also es hat ja nicht Rockstar so bestimmt. Ich traue den Moddern hier alles zu. Nö. Hä? Das ist, Also wenn das so weitergeht, muss ich gleich einmal kurz Pause machen. Weil ich muss ja schon irgendwie ein bisschen... Ich hätte jetzt gedacht, das ist das hier. Wenn ich mir die Karte angucke... Ist das hier so? Zeigt in diese Richtung. Also eigentlich ja, schon hier so. Aber wenn es die Treppe nicht ist, dann... Da hätte ich da aber auch schneller drauf zufahren müssen. Aber hier ist ja so diese Kurve. Das ist so ein bisschen... Das irritiert mich so ein bisschen. Wenn da irgendwo so ein... Ich glaube, ich muss gleich mal eine kurze Pause machen. Ich finde es gerade echt nicht. Ich hätte gedacht, das ist alles einfach zu finden, aber... Wird nicht die Treppe da sein, das ist verkehrt. Aber was ist es sonst? Haben wir irgendwo eine Rampen, irgendwas Rampenartiges hier? Irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie eine Rampe? Hier vielleicht irgendwie ein Gang oder... Das geht mir auch auf die Nüsse, ist mir scheißegal, dann sollen die die halt eben bekommen. Ich brauche eh nicht mehr so viel Kohle. Gut, ich guck mir das glaube ich mal eben irgendwo in einem Video an oder so. Ich habe keine Ahnung, wo es gerade ist. Bis gleich, Leute. Ja, gut. Nun, es ist jetzt folgendermaßen, das ist der Stunt. Und in dem Video ist die Person so ein bisschen um die Kurve geschlängelt. Also es ist so ein bisschen so ein Kurvenjump. Also so, das ist ganz merkwürdig. Ein bisschen so, genau. Das ist sehr crazy. Zählt das? Ja, es ist... Es war also doch der Stunt. Da war ich ja doch richtig, naja. So.
Dann machen wir mal weiter. Ich muss mal wieder die Karte hier aufrufen. Wo ist sie denn jetzt? Also manchmal ist es halt doch gut, ein Video dazu zu schauen, aber ich werde dir trotzdem keinen Guide draus machen. Jetzt ist es sowieso zu spät, aber ja, mach ich nicht. Wo ist denn jetzt mein... Da. So. Alles sehr unprofessionell hier, aber ist ja auch völlig okay. Ich muss ja nicht professionell sein. Ich mache das einfach so, wie ich es möchte. Und gut ist, ich mache mir da gar keinen Stress. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, auch wenn YouTube nicht mein Lieblingshobby ist, sondern Anime und Manga, ist YouTube trotzdem schon seit fast der Hälfte meines Lebens ein Teil von mir. Ich habe ja 2010 meinen ersten Let's Play-Kanal erstellt und... Ja, deswegen kann ich mir das ohne fast gar nicht vorstellen. Und deswegen würde ich diese Reise doch ganz gerne noch ein wenig oder halt einfach fortsetzen. Und hoffe, dass ich jetzt einfach dadurch, dass ich jetzt hier gerade auch wieder Spaß habe, auch neue Motivation schöpfe. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Stunt ist. Was soll das sonst hier unten sein? Nee. Hm? Muss ich vielleicht da irgendwo... Nee. Ich hätte mir natürlich im Vorfeld auch mal angucken können, wo, also die Stunts im Vorfeld schon mal testen können, aber... Ach, das machen nur Professionals und das bin ich nicht. Ja, Forelli ownt das jetzt, ist mir sowas von egal. Sollen die das halt. Die können sich das von mir aus alles wiederholen, das ist mir so völlig wumpe. Ich hoffe, man braucht die nicht mehr für die Story. Und falls doch, nehmen wir sie halt nochmal ein, alles gut. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist so, wo ist denn jetzt der Stuntjump? Also... Irgendwo hier so, aber... Ich sehe da nichts. Ist hier irgendwo so was? Vielleicht da... Oh, das könnte da hier hinter sein. Auf dieser Baustelle. Da, wahrscheinlich hier. Ah, der Hügel hier. Der. Das ist natürlich crazy jetzt hier, wenn das hier... Ich muss mir das kurz mal anschauen. Das ist mir gerade zu unsicher hier. Kleinen Moment. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo es ist. Also es ist da bei diesem Hügel, aber... Es ist eher... Mann! So, das ist es. Von hier aus nämlich. Ich kann mal die Markierung wegmachen. Und dann können wir gleich zum ersten Mal auf Chance wählen in diesem Projekt. Holy shit. Muss da, glaube ich, oben drauf landen. Na, easy. Nice. Gut, und dann können wir jetzt schon mal eben nochmal die Karte aufrufen. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht nochmal nachschauen, weil es ist schöner, wenn man das selber findet, aber ich will auch nicht ewig und drei Tage hier suchen, weil es bringt mich auch durcheinander, wenn ich hier gerade noch weiter reden möchte über die Themen eigentlich. Und dann machen wir das doch mal so, dass wir zuerst, ich fange hier glaube ich gleich mal ganz oben an. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das oben oder unten? Das ist jetzt wieder so eine Grütze, ne? Mit den verschiedenen Ebenen da auf Chance Halt Vale. Das ist so ein Mist. Und ich brauche definitiv ein neues Bike. Weil ich glaube, das wird es nicht überleben bis dort. Das kannst du dir in den Arsch stecken. Das brauche ich nicht. Also ich will mindestens ein gleichwertiges Motorrad haben. Wenn nicht sogar eine PCJ600, das wäre natürlich noch besser. Ja, ich fahre über die Bimmelbrücke. Die sollte ja jetzt wieder offen sein. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte weitermachen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so eine Leidenschaft fürs Gaming habe, das ist auch schon die letzten Jahre so. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt plötzlich so ist, sondern ich hatte damals, selbst vor 3, 4, 5 Jahren war das schon nicht mehr so. Und eigentlich davor auch schon nicht. Eigentlich kann man sagen, die letzten... Seit ich YouTube mache, da habe ich gleichzeitig auch immer weniger gezockt.
Vielleicht auch wegen YouTube, dass ich mir immer gedacht habe. Das ist natürlich auch ein Faktor, das will ich auch nicht abstreiten. Das zählt, ich weiß nicht, ob andere YouTuber, Let's Player das auch kennen, dass sie sich manchmal so fragen, wenn sie privat spielen. Jo, warum nimmst du jetzt gerade eigentlich nicht auf? Du hast doch jetzt gerade die Zeit zum Zocken, dann nimm das doch auf oder mach doch mal irgendwas. Oder dass du dir immer denkst, ich mach da und daraus mal ein Projekt und letztendlich kommt es dann nie dazu und du machst im Endeffekt passiert ist, dass du es gar nicht spielst. Und das habe ich halt auch ganz oft schon gehabt. Na, aber trotzdem würde ich ganz gerne noch weitermachen. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich bin selber gespannt. Zum ersten Mal den Shoreside Vale Bildschirm. Und ich habe auch schon die Kommentare gelesen unter meinem langen Kommentar. Da wurde zum einen zum Beispiel geschrieben, jo, wenn es jetzt das Thema Gaming das Problem ist, könnte ich ja über private Dinge sprechen in meinem Leben. Wäre aber auch nichts für mich so, weil mein Leben produziert nicht genügend Ereignisse, als dass ich da jetzt irgendwie drüber sprechen könnte. Und Anime- und Manga-Content möchte ich nicht machen eigentlich, weil das ist meine Privatsache, das ist mein Rückzugsort. Das ist quasi, man könnte sagen, so ein bisschen die Flucht aus der Realität für mich, wo ich einfach abschalten kann. Und das würde ich ungern in Content umwandeln wollen. Man muss ja nicht alles, was man in seinem Leben macht, auch immer in Content umwandeln. Ist auch mal schön als YouTuber, wenn man einfach mal ein paar Sachen hat, die nicht vor der Kamera passieren. Und deswegen werde ich da keinen Content machen. Anderen Content als Gaming kann ich nicht machen, da bin ich nicht kreativ genug. Dementsprechend, ja. Entweder das oder gar nichts, würde ich sagen. Ist das vielleicht, ich muss ja einmal speichern, nicht, dass ich will jetzt hier nicht umsonst runterfahren. Ich muss einmal gucken, ob das vielleicht das Stunt ist. Nein, aber vielleicht ist es hier unten. Wenn nicht, kann ich neu laden. Es ist jetzt echt schwierig mittlerweile, die Sachen zu finden. Das war am Anfang so leicht und jetzt hast du hier zig Sachen. Ich sehe halt nur auf der Karte, da in diese Richtung zeigt das, aber man weiß ja nicht, welche Ebene das ist. Das ist das Problem, was ich habe. Welche Ebene ist das? Was zur Hölle? Ist es das hier vielleicht irgendwie so? Wie nur so ein... Ich hab keinen blassen Schimmer, Leute. Das nimmt mich so... Reißt mich so aus dem Konzept hier. Muss ich jetzt wieder nachschauen? Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, was... Ja, also... Da vorne vielleicht irgendwas auf dem... Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die Sachen sind. Holy shit. Oh, ha. Ist es das? Failed? Aber gut zu wissen. Gut zu wissen, dass das der Stunt ist. Das ist ja lustig. Ich muss wahrscheinlich bis zum Stern kommen oder so. Das müsste klappen. Müsste besser sein. Hallo? Wieso failed? Warum? Was muss ich machen? Mehr Anlauf nehmen? Ich kann auch gerne mehr Anlauf nehmen. Ist die Frage, wo... Oder soll ich da in den Pool jumpen? Ich habe keine Ahnung. Okay, es ist also, ich habe gedacht, ich muss vielleicht ein bisschen zentraler springen, aber nein, es ist schon richtig gewesen, die Richtung. Also man hat ja gesehen, die Zeitlupe ist nicht mal angegangen. Also es war völlig falsch. Ich muss tatsächlich so springen wie vorhin, nur wahrscheinlich mit mehr Schmack ist. Ich meine, hier hast du ja auch eine schöne Gerade, hier kannst du super Gas geben. Ja, so. Hä? Ich glaube, ich schaue es mir doch nochmal lieber an. Ja, bis gleich. Alles klar, man muss also doch auf der Straße landen. Aber da hat mich die Zeitlupe voll verarscht. So, ich speichere jetzt hier nochmal.
Ich habe echt gedacht, man muss auf der... man muss da beim Pool landen, aber es ist einfach so. Es ist so ein bescheuerter Stunt. Also super einfach, aber die Zeitlupe hat mich halt verwirrt. Denn es ist auch kein Wunder, warum der immer gefailt hat, der scheiß Stunt. So. Wo geht es als nächstes hin? Jetzt geht es, ich hoffe, ab jetzt wird es einfacher, weil es kommt noch ein Stunt, der nicht auf dem Airport ist und dann kommen nur noch Airport-Stunts. Das sollte eigentlich machbar sein. So, jetzt geht's dahin. So, gibt's noch irgendwas, was ich sagen wollte? Nö, eigentlich nicht. Also ich habe zwar gesagt, ich mache kein Anime- oder Manga-Content, aber ist was passieren könnte, dass ich zum Beispiel eine kleine Room-Tour mache als irgendwann mal vielleicht 15.000 Abonnenten-Special. Das hatte ich mir sowieso schon länger überlegt. Das könnte mal sein, dass ich euch so mal meine ganze Sammlung und so zeige. Aber so grundsätzlich, so contentmäßig will ich da eigentlich nichts machen. Wenn ich mal so ein Spiel spielen sollte auf meinem anderen Let's Play Kanal, Contra LP heißt er übrigens, habe ich noch gar keine Werbung hier auf diesem Kanal gemacht. Falls ihr den noch nicht kennen solltet, da kommen aktuell Crash 2 Videos. Platin Run habe ich schon im Mai alles fertig aufgenommen, aber durch meine ganze Pause etc. ging das da jetzt eine Zeit lang nicht weiter. Und da kommt auf jeden Fall aktuell Crash 2. Das ist so ein Kanal, da lade ich dann halt so Let's Plays hoch, die meiner Meinung nach nicht auf dem Hauptkanal so wirklich passen. Und ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Aber da wird nicht immer aktiv sein, also da gibt es auch mal längere Auszeiten und so, aber es ist halt ein Ort, wenn ich mal solche Videos haben sollte, dann kann ich sie dort halt hochladen. So, ansonsten, was ich euch empfehlen kann, was nicht viele machen, ist mir auf Twitter bzw. X zu folgen, weil dort hättet ihr auch gesehen, dass ich da bin ich halt jeden Tag aktiv. Also, wenn ihr mir auf Twitter gefolgt hättet, dann hättet ihr euch auch gar keine Sorgen gemacht. Aber wenn ihr natürlich kein Twitter habt, ist das natürlich völlig okay. Und deswegen, also es ist nur einmal so der Hinweis nochmal, ich weiß, mir folgen da nicht so viele Leute. Da kommt auch kein Content zum keinen, das ist auch, es hat nichts mit YouTube zu tun, dieser Twitter-Account. Da poste ich auch ganz wenig zu YouTube. Also, meistens geht es um Anime-Manga, aber manchmal auch um andere Sachen. Achso, es war's gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gedacht habe, dass hier der Stunt ist. Aber nur mal so der Hinweis, falls ihr das nicht wisst, nicht wusstet, dass ihr da ja mal vorbeischauen könnt. Ich wette, dahinter ist irgendwas. Ich fahre einfach mal auf gut Glück dahin. Da wird schon irgendwo eine Rampe sein oder auch nicht. Ist vielleicht die Treppe hier? Ich will jetzt nicht schon wieder nachschauen. Meine Fresse, es reicht langsam. Muss auch mal irgendwas selber finden. Komm, das ist das hier. Nope. Au. Au. Wo zur Hölle? Oh, da sag ich nicht nein. Das ist eine bessere Waffe, als ich gerade habe, ne? Ich glaube, die ist besser. Ich weiß nicht, ob die besser ist, aber habe ich wenigstens mal eine andere. Wo ist dieser Stunt? Der soll hier so sein. Hier so. Genau da, wo ich markiert habe. Eigentlich genau hier. Oder eher in diese Richtung. Es könnte auch in diese Richtung sein. Das ist es nicht. Hm. So vielleicht irgendwie? Nö. Naja, aber Twitter ist halt meine aktivste Social-Media-Plattform überhaupt, also aktiver als YouTube und für mich so die einzige Social-Media-Plattform, die für mich persönlich irgendwie brauchbar ist. Bei Instagram, da bin ich nie warm geworden mit. Muss das hier sein, was soll es sonst sein? Und andere Sachen halt. Ah, vielleicht fürs Thumbnail, mal gucken. Das muss aber passen, komm. Nice. Ich hoffe, es gibt nochmal einen Bonus, wenn ich alle gemacht habe. Das wäre schön, dass wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge dann dieses Unternehmen kaufen können auf Staunton, dass wir da so ein bisschen, ne, einfach mal so ein bisschen die Mission machen können und so.
Weil wir können jetzt erstmal eine Weile Nebenmissionen machen, weil wir haben jetzt einige Hauptmissionsfolgen hinter uns. Deswegen kann man auch mal wieder ein bisschen mehr Nebenmissionen machen. Lawfist! Aber ansonsten, ich hätte das wirklich, wenn das nachkommentiert wäre, hätte ich auf jeden Fall deutlich flüssiger das alles rüberbringen können und so. Aber ich muss mich auch mal vor Herausforderungen stellen und so. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, was ich jetzt sagen wollte. Einige haben schon gesagt, so, es wäre traurig, wenn du aufhören würdest, aber ich habe ja nirgendwo gesagt, dass ich aufhöre. Ich habe ja nur gesagt, dass das im Bereich des Möglichen stand, dass ich das mache, aber ich habe es ja jetzt nicht gemacht. Deswegen macht euch da mal keine Gedanken. So schnell werde ich hier schon nicht aufhören. Und weiß nicht, selbst wenn ich, ihr kennt mich, ich kann oft meine Meinung ändern, wenn ich jetzt sagen würde, ich höre auf, kann es ja sein, dass ich in einem halben Jahr wieder sage, jo Leute, es geht weiter. Deswegen, na, auf der einen Seite habe ich mir dieses Ultimatum gestellt, auf der anderen Seite, wie viel wäre das jetzt wirklich wert gewesen, wenn ich das jetzt so gesagt hätte? Es gibt ja kein Gesetz, dass man nicht wieder anfangen kann, wenn man gesagt hat, man hört auf. So, sag mal, wo ist das denn jetzt hier schon wieder? Es ist eine Grütze, dass man die Sachen nicht findet. Das frustriert mich hier gerade richtig. Das ist wahrscheinlich so der letzte Stunt, den ich jetzt nicht so wirklich... Das ist wahrscheinlich der letzte, wo man irgendwie noch so ein bisschen struggelt. Vielleicht hier auf dem Parkplatz? Ich wusste, dass das passiert. Oh, PCJ. Ja, okay. Das ist also diese Rampe. Schaut euch aber auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kommentar auch nochmal an. Unter der 15. Folge müsste das gewesen sein. Den angepinnten Kommentar. Falls das jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, jetzt hier aus diesem Video. Ich weiß ja selber nicht mehr, was ich jetzt hier in dem Video so geredet habe. Aber ich wollte mir halt auch kein Skript machen, weil das wäre so unpersönlich gewesen. Ich wollte einfach frei heraus reden, auch wenn das nicht perfekt wird. Ich wusste schon, dass das nicht so flüssig alles wird. Und gerade wenn ich jetzt hier auch noch am Suchen bin und so nach Sachen, ich hätte es vielleicht wirklich nachkommentieren sollen, aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Alter, jedes Mal, ne? Ja, wenigstens wird man nicht begraben unter dem Motorrad. Ja, aber ansonsten gibt's dazu nichts weiter zu sagen, glaube ich. Also wie gesagt, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe in der Hinsicht. Aber ich bin jetzt wieder da und mal schauen, wo die Reise hinführt, oder? Ich muss mir erstmal überlegen, was ich nach Sundaco Chronicles mache. Erstmal möchte ich diese, in Anführungsstrichen, Altlast loswerden. Hört sich jetzt negativ an, ist aber gar nicht so gemeint. Das ist nicht das. Ich muss mal ganz genau abgleichen jetzt hier. Ist im Endeffekt hier irgendwo. Was könnte es denn noch sein? Ah, wahrscheinlich könnte auch einfach in die andere Richtung sein, ne? Die hier. Einfach ein bisschen testen. Ich werde schon irgendwie... Wahrscheinlich, oder? Nö. Das ist schlecht. Die beiden sind es nicht. Da machen wir einfach jetzt mal Ausschlussverfahren. Hier ist ja super einfach. Es muss ja irgendwo hier in der Nähe sein, sonst wäre es ja nicht da markiert. Das und das ist es nicht. Alternativ würde natürlich auch noch das hier gehen. So viele Gangway-Treppen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ist hier? Nö. Vielleicht sollte ich mir jetzt... Ich guck mir am besten gleich einfach ein Video an, wo alle sind, damit ich dann jetzt nicht die ganze Zeit suche. Die beiden waren es aber nicht. Aber es ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass das die ist. Also, es wäre super dämlich, wenn man das hier nicht nutzen würde. Was soll es sonst sein hier? Ich wüsste ja nicht, was es sonst sein soll. Es muss die sein hier. Nope. Dann vielleicht in diese Richtung? Ich meine, wenigstens verdiene ich mir ein paar Dollar dadurch.
Also zumindest das ist ein kleiner Grund zur Freude. Nope. Nope. Es ist auch mehr auf der Seite hier. Ich guck mir das kurz einmal an, wo die restlichen drei sind. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumsuchen. Gut, damit sollte ich jetzt klarkommen. Ich habe mir jetzt mal alle angeschaut und jetzt sollte ich damit auf jeden Fall klarkommen. Also ich war nicht falsch. Ich hätte nur um die Kurve springen sollen, so ein bisschen wieder. Also manchmal sind die Stunts hier so ein bisschen merkwürdig. Man müsste ja eigentlich meinen, man springt in die Richtung der Treppe, aber man muss ja doch so einen kleinen Schlenker nach links machen. What the? Okay. Im Video war es auf jeden Fall diese hier. War ich vielleicht zu schnell, oder? Genau das hat die Person gemacht. Genau das. Das ist jetzt, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich speichere hier mal. Nicht, dass ich da gleich nochmal ein neues Bike holen muss. Das ist ja eigentlich unnötig für die letzten drei Stunts. Heilige Scheiße, was ist hier los? Warum? Es ist genau so. Genau so hat die Person das gemacht. Wirklich exakt. Genau von hier Anlauf genommen. Warum geht das jetzt? Ganz merkwürdige Vorgabe hier. Okay. Ich nehme es mit. Ich hinterfrage das nicht. Ich bin froh, dass ich den Stunt geschafft habe. Ich mache einen Safe State. Sicherheitshalber hätte ich sowieso die ganze Zeit mal machen sollen. Bin die ganze Zeit ohne Speichern hier in dem Emulator unterwegs. Bin ich eigentlich geisteskrank? So, und da ich jetzt ja weiß, wo die Sachen sind, ist das alles ein bisschen einfacher da vorne. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Na, lieber zu viel als zu wenig. Da vorne, die Treppe da. Da müssen wir rüber. So. Haben wir das. Und dann immer noch das. Ich habe ja auch schon über 40 Minuten aufgenommen, also. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ich über auch andere Themen gesprochen habe. Als eben nur über das Gameplay. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen zulasten der Konzentration, aber ich habe ja gesagt, dass ich das einmal so machen wollte, deswegen war das ganz gut. Das ist der Stunt, glaube ich. Ich habe den gerade noch gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist. Ich bin jetzt einfach mal so selbstbewusst und sage, ich brauche hier kein Safe State. Dies ist der letzte. Wuhu! Und es gibt nochmal $5000 obendrauf. Das heißt, wir haben wirklich genug Geld verdient dafür. Und das ist doch mal eine schöne Sache. Ja, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen. Oh, das ist auch wichtig. Die Schnappschüsse müssen wir auch irgendwann mal machen. Wie viele Schüsse hat man jetzt vom Fotoapparat? 25 sogar, das ist mehr als wir brauchen. Das ist natürlich auch so eine Sache, die ich mal angehen möchte, die Schnappschüsse. Ich denke, ich werde das alles so machen wie hier so ein bisschen. Oder ich schneide das vielleicht ein bisschen zusammen, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt schon mal zu dem Gebäude begeben und dann denke ich, nehme ich gleich auch mal direkt weiter auf. Ich wollte heute eigentlich auch noch einkaufen gehen, heute ist übrigens der 5.8., in dem ich das hier aufnehme. Mein erster Urlaubstag und ich wollte noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Es ist gerade 13.46 Uhr. Ich stehe im Moment wirklich noch früh auf. Ich hoffe, ich kann das so beibehalten. Meistens ist es so, dass mein Schlafrhythmus im Urlaub immer extrem leidet und ich dann irgendwann, keine Ahnung, immer bis 6 Uhr morgens auf bin. Aber aktuell habe ich das noch unter Kontrolle. Und ich würde das auch gerne so behalten. Aber mal schauen. Und ansonsten bin ich mal gespannt, was ich jetzt so YouTube-mäßig so mache in der nächsten Zeit. Achso, ich muss ja gar nicht zur Markierung. Da muss ich hin. Ich will ja mal normal speichern, das ist auch wieder gut.
Ich muss auch mal normal abspeichern. So. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt nicht die spannendste Tätigkeit war. Aber es musste auch gemacht werden. Ich bin mal gespannt bei den Päckchen. Jetzt haben wir 40%, by the way. Das ist schon mal ganz gut. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es irritiert mich halt einfach nur, dass da steht, Hidden Packages found 0 von 100. Obwohl das eigentlich nur 60 sind oder so. Das ist das Einzige, was mich in dieser Mod irritiert. Aber mal gucken. Ja, ansonsten hat es Spaß gemacht. Beim nächsten Mal gibt es dann ein bisschen Betriebsaction. Kaufen wir uns den Betrieb. Und dann machen wir vielleicht noch andere Sachen, wenn da noch Zeit bleibt. Ich denke mal schon. Und dann mache ich irgendwann die Päckchen. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Aber ich werde mir in der nächsten Zeit, ich werde mir mal abgewöhnen, immer zu sagen, hier, ja, ich mache jetzt mehr, weil das habe ich auch in der 14. Folge, glaube ich, irgendwo gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist immer so, wenn man sich in der Euphorie, gerade in dem Moment der Aufnahme, wo man euphorisch ist, mitreißen lässt zu irgendwelchen Aussagen, die dann im Endeffekt dann nicht eintreten. Ist natürlich blöd, wenn man sagt, du, ich mache jetzt mehr und dann nachdem kommt dann gar nichts mehr. Das ist immer so ein bisschen, aber in dem Moment, wo ich aufnehme, bin ich immer euphorisch und deswegen verleitet mich das oft dazu, Dinge anzukündigen und das ist eher nicht so gut. Vielleicht sollte ich einfach gar nichts mehr ankündigen und einfach nur machen. Wenn es da ist, freuen sich die Leute. Wenn ich es nicht mache, weiß keiner davon. Es kann sich also auch keiner ärgern drüber, dass es nicht kommt. Vielleicht ist das mal so ein Ansatzpunkt, an dem ich arbeiten sollte, so ein bisschen. Ja, ansonsten habe ich, wie gesagt, Bock weiterzumachen. Auch wenn, ne, das hört sich so negativ an, wenn ich sage, YouTube ist nicht mein Lieblingshobby, aber es liegt mir ja trotzdem am Herzen. Ich mache das, seit ich 15 bin. Ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich 30. Also man könnte sagen, die Hälfte meines Lebens. Deswegen, es ist schon ein großer Teil von mir. YouTube macht mir immer noch Spaß. Es ist halt für mich nur manchmal die Frage, ob das alles noch Sinn macht, wenn ich so Probleme habe, so Angst davor habe, vor Kommentaren nach einer langen Zeit. Es ist immer so ein Problem von mir, das habe ich auch in dem Kommentar erwähnt, dass ich so ein bisschen Probleme habe, auch auf Leute zuzugehen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe, mit denen ich länger nichts mehr zu tun habe, weil ich Angst davor habe, haben sie sich vielleicht verändert? Wie soll ich gegenüber ihnen reagieren? Und das ist halt auch auf YouTube so, wenn ich einen Monat nichts mache, dann weiß ich manchmal nicht, wie ich dann noch auf euch zugehen soll, was ich noch sagen soll. Und dann ist mein Schutzmechanismus halt ganz oft, dass ich einfach ja auf Distanz gehe, mich gar nicht melde, gar nicht erst reinschaue. Das war ja das, was ich gesagt habe. Ich habe über einen Monat nicht in mein YouTube-Dashboard geguckt, weil ich nicht in die Kommentare schauen wollte, weil ich davor Angst hatte. Das ist in jeder Lebenslage so ein bisschen so. Das ist halt so mein Schutzmechanismus, wo ich dann sage, gut, wenn ich da auf Distanz gehe, wenn ich mir das gar nicht anschaue, dann muss ich mich diesem Problem nicht stellen, was ja eigentlich keine Lösung ist, aber das ist halt, so bin ich halt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich trotzdem darauf, YouTube-Videos zu machen. Ne? Anime und Manga ist ein größeres Thema in meinem Leben, aber das heißt nicht, dass YouTube mir egal ist. Ich will beides irgendwie machen. Und wir schauen einfach mal, was die Zukunft bringt, würde ich sagen. Also, so schnell bin ich nicht weg. Und vielleicht löst sich das ja jetzt alles auch auf. Ich habe jetzt sowieso erstmal beschlossen, weiterzumachen. Das heißt, diese Aufhörgedanken sind ja sowieso erstmal vom Tisch. Nur ist halt manchmal dieser Widerspruch halt. Auf der einen Seite freue ich mich, jo, geil, neue Zuschauer, yippie, mehr Kommentare, mehr Interaktion, freue mich. Manchmal denke ich mir aber auch, scheiße, wäre das nicht irgendwie cooler, wenn ich einen deutlich kleineren Kanal hätte, wo es niemanden gäbe, den es interessiert, wenn ich nicht da bin oder nicht. Aber es ist ja logisch, wenn man einen Kanal hat mit über 10.000 Abonnenten, ist doch logisch, dass sich Leute fragen, wenn man länger nichts macht, wo man ist. Wo ich mich auch eigentlich auch drüber freue, dass an mich gedacht wird. Manchmal denke ich mir aber auch so, ich will gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen. Also, ich als Person so. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Weil wenn du Videos machst, dann wird das mehr. Ist ja logisch. Aber ja, das ist immer dieser Widerspruch. Und um diesen Widerspruch zu brechen, habe ich halt drüber nachgedacht, aufzuhören. Dass ich vielleicht sage, ey, vielleicht ist das ja doch nichts für mich. Vielleicht bin ich einfach nicht geschaffen für sowas. Für diese Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Andererseits ist das halt ein wichtiger Punkt in meinem Leben, um mit
vielen Leuten in Kontakt zu treten. Weil sonst bin ich halt nur auf Arbeit, hab da meine Kollegen, mit denen habe ich nicht viele Gemeinsamkeiten, was mich nicht wundert, weil ich bin ja der Sonderbare, ich bin ja anders. Ich entspreche ja nicht der Norm, das sind ganz normale Leute mit Familie, Kindern etc., ganz viele. Nicht alle, aber so ganz normale Leute. Ich bin ja der, der anders ist. Ich bin ja der, der keine sozialen Kontakte hat, der nur zu Hause rumsitzt, Anime guckt, Manga liest. Da kann ich halt nicht so connecten mit den Leuten, weil ich halt nicht so bin. Aber deswegen ist auch YouTube eine wichtige Sache für mich, weil ich da das Gefühl habe, dass ich da, also nicht Gleichgesinnte, sondern halt zumindest Leute, die auch mit Gaming zu tun haben, da fühle ich mich dann irgendwie verbundener als mit meinen Arbeitskollegen. Das ist einfach für mich auch ein Punkt, mal mit anderen Leuten zu kommunizieren, als immer nur mit denselben Leuten. Und das habe ich halt, wenn ich Anime und Manga gucke bzw. lese, habe ich das halt nicht, weil dann sitze ich halt nur vor meinem PC oder auf meinem Sofa, vor meinem Fernseher oder und kommuniziere mit niemandem. Na, ich muss halt so ein bisschen dran arbeiten, mit Leuten zu connecten. Das ist etwas, woran ich auf jeden Fall noch arbeiten möchte in der Zukunft. Es fällt mir manchmal unglaublich schwer, mit Leuten zu connecten. Und deswegen ist das auch so schwer, mit mir irgendwie eine Freundschaft aufzubauen, weil ich halt nicht so, manchmal einem vielleicht das Gefühl gebe, dass ich nicht so nahbar bin, dass ich immer so eine gewisse Distanz wahren möchte. Und von mir aus kommt immer nicht so diese Intention, dieser Impuls, jo, lass mal mehr zusammen machen oder so. Da muss ich auch an mir nochmal so ein bisschen arbeiten, dass ich nicht immer erwarte, dass Leute auf mich zugehen und mir irgendwas vorschlagen, sondern dass ich vielleicht auch mal irgendwas vorschlage. Das sind so Dinge, daran müsste ich mal so ein bisschen arbeiten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal kaufen wir uns dann den Betrieb und dann gucken wir mal, was wir da machen müssen. Ich hoffe nicht schon wieder Eiscreme ausliefern, weil da habe ich keinen Bock drauf, aber wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal.